Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das Wetter ist wunderschön heute. Es ist zwar mega kalt. Ja, 0 Grad oder 3 Grad, glaube ich. Könnt ihr übrigens erkennen, wo wir sind? Ja, na? Wir sind in Karlsruhe. Wir sind at home bei mir. Entschuldigung. Willst du ja? erzählen? Bitte, erzähl. Ja, denn wir haben gestern Abend noch Freunde besucht und haben da lecker Raclette gegessen. Es war sehr, sehr, sehr gemütlich und schön und wurde dann auch relativ spät. Also irgendwie ging die Zeit ratzfatz vorbei. Um 2:30 waren wir im Bett. Und mussten halt morgen um 8 aufstehen. Ja. Ich habe es nicht gepackt. 8 hat der Wecker geklingelt. Ich musste mein Video noch fertig machen und das jetzt hochladen. Und jetzt fahren wir nämlich wieder zurück nach Karlsruhe. Hier bei mir ist nach Stuttgart. Nach Stuttgart hier bei mir in Karlsruhe, wollte ich sagen. Ist nämlich gar niemand zu Hause. Meine ganze Family ist ausgeflogen und über die Feiertage und so weg. Und was machen wir in Stuttgart wieder? Wir machen eine Wanderung mit Freunden und zwar so durch die Weinberge und gehen dann verschiedene Besen irgendwie und trinken auch einen Wein oder so. Mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Es ist auf jeden Fall schön und das ist gut, weil ich habe gesagt, wenn es regnet. Ich weiß, es gibt kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Wessen Väter vor allem sagen sowas auch immer? Meine auf jeden Fall. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, was ich da für Schuhe anziehe. Hast du Wanderschuhe? Nein. Nein. Ziehst du einfach Sportschuhe an? Ja, ich glaube schon. Wie sind denn die Wege? Sind die so matschig? Nee, ich glaube nicht. Gefroren? Das sind, glaube ich, ganz normale Teerwege, schätze ich, oder Kies oder sowas. Okay, naja, sehen wir mal. Heute sind wir auf jeden Fall Wanderer. It's always tea time in Wonderland. Oder ist auch bei schön. Mama. Oder, ja. Rennen. Wir sind zu spät. Wir müssen ganz schnell auf die S-Bahn, weil wir treffen uns um 13.30 Uhr an der S-Bahn. Und jetzt ist es 13.28 Uhr. Ja. Also richtiges Standard früher, wie immer in die Uni jeden Morgen. Man fliegt die Treppen runter, versucht noch irgendwie den Bus oder irgendwas zu bekommen. Ja, diesmal halt die S-Bahn und unsere Freunde, die bitte nicht ohne uns loswandern sollen. Ich glaube nicht, weil sonst sind wir aufgeschmiert. Sonst haben wir ein richtiges Problem auf jeden Fall. Weil wir irgendwie so ein bisschen. Ja, wenn wir die Wanderung. Wir können ja wohl 10 Minuten auf uns warten zur Not. Ja. Aber wir werden es schaffen. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir aufhören jetzt zu vloggen. Bis gleich. Vamanos! Wen sieht man nicht? Bella hat man nicht gesehen. Natürlich. Wow, Sonne. Wunderschön. Das Lebenslust. Oder wie heißt's? Das Lied? Das kann auch sein. Wir haben auch übrigens schon den ersten Glühweinstopp hinter uns. Der Winter ist offiziell eingeläutet. Ja, oh, aber herrlich war das. Das ist so schön. Das ist richtig schön, finde ich, wenn an so kalten Tagen dann aber auch noch die Sonne scheint. Mega. Und man riecht so, guck mal, wie es hier jetzt so riecht nach Feuer und so. Oh. Wahrscheinlich für ganz viele von euch so voll normal, die nicht in der Stadt leben. Ja, aber das ist für uns richtig so Kindheit auch so ein bisschen, ja? Weil bei uns in der Kindheit war das halt so und alles. Jetzt so 4 Jahre lang in Stuttgart außer halt nicht mehr. Der erinnert mich nicht an meine Kindheit. Wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Hallo. Hallo. Wow. Hallo. 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 Schöne Frau, kommen Sie mit. Erwarten Sie, ich wollte gerne ein Foto machen. Von mir? Nee, eigentlich nicht. Hier oben könnt ihr die bekannte Y-Burg sehen. Keiner weiß, warum sie Y-Burg heißt, aber da marschieren wir jetzt auf jeden Fall wieder hoch. Nicht raus wäre ein Y-Burg. Wir sind hier auf jeden Fall in Stetten, im Remstal. Ja, und das gehört auch so alles zum Kreis Stuttgart, oder? Ja, ich glaube schon noch. Schon eigentlich so. Ja. Meine Beine, kennt ihr das, wenn es so kalt ist und die Beine dann so jucken, wenn die so durchblutet werden und man die bewegt? Oh, meine Beine, die jucken wieder toll. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Hä? Okay, also wenn ihr es kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Hallo. Nächster Besen. Wie wunderschön ist bitte hier das Wetter. Es ist ja so, so krass. Da unten sind die anderen. Erik, du hast nicht so gute Erfahrungen. Nein, nur Lusch hat mich schon mal geärgert. Positionieren. Mit Kuh. So, wow. Komm, wer reitet? Selfie. Danke.
Wow. Guten Morgen aus der Küche. Eis macht hier gerade Orangensaft. Und wir waren ja gestern schön wandern. Es war echt mega, mega schön und richtig witzig und entspannend und ja, es war cool. Es war auch das erste Mal, dass wir in so einem Besen waren. Ja. Sorry, Edi, dass wir jetzt schon in einem Besen waren. Nicht meine Tante, die hat mal gesagt, ob wir nicht in einem Besen wollen und so. Genau. Und doch, es war echt eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Es gibt schon sehr deftiges Essen und so, also so richtig Schwarzwurst. Und vor allem, wir haben... Haben wir nicht gegessen, wir haben Maultaschen mal gegessen. Ja, wir haben festgestellt, es gab nichts Vegetarisches. Also man hätte Kraut essen können, so pur mit Brot vielleicht. Aber das wäre auch so ungefähr das Einzige gewesen. Und ja, aber es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und wir haben uns auch das Wetter echt gut ausgesucht, zufälligerweise. Heute ist nämlich alles grau. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück. Das ist da schon gerichtet. Und frisch gepressten Orangensaft. Und das gehört nicht zum Frühstück, aber ich koche hier gerade so einen Taschenwärmer. Die gibt's nämlich gerade bei Aldi. Und irgendwie ist der eine schon hart gewesen. Was war das? Hab ich. Deswegen muss ich den auf jeden Fall jetzt gerade kochen. Wow, der Fokus ist auf meinem Finger. Fokus auf meinem Finger. So sehen die Taschenwärmer aber aus. Sind die nicht süß? Da war mir klar, da möchte ich die kaufen. Wow, die gefallen mir richtig, richtig gut. I'm a Catticorn. Aufregend, Leute. Aufregend, aufregend, aufregend. Es gibt Neuigkeiten. Es gibt richtig krasse Neuigkeiten. Jetzt müssen wir erstmal die Wohnung ein bisschen sauber machen. Ja. Denn wir kriegen nachher Besuch, der sich die Wohnung anschaut, weil wir umziehen werden. Das ist so aufregend. Das sind die Neuigkeiten, die wir irgendwie, oder eins der Neuigkeiten, wo wir so gesagt haben, das können wir euch nicht erzählen. Genau. Weil wir sind ganz spontan irgendwie, ziehen wir jetzt um. Ja. Wir haben immer so ein bisschen, immer so geguckt, was es denn so Größeres gibt und sowas. Aber nie ernsthaft geschaut eigentlich, weil wir eigentlich auch zufrieden waren hier und so. Aber dann hat sich das so mega ergeben, dass wir so eine coole Wohnung gefunden haben. Es ist so eine richtig, richtig, richtig schöne Wohnung. Also versteht uns nicht falsch, unsere Wohnung hier ist super. Und wir haben ganz großes Glück, hier in Stuttgart eine Wohnung zu haben. Weil ich weiß, dass ganz viele da strugglen und es kaum was gibt und alles mega teuer ist und sowas. Aber da wir von zu Hause arbeiten, ist sie einfach so klein. Wir haben 66 Quadratmeter und 100% der Leute, die erst unsere Videos gesehen haben und uns dann besucht haben, sagen, ah krass, in den Videos sieht die Wohnung viel größer aus. Ja, genau, in den Videos sieht sie nämlich echt viel größer aus. Und in Wahrheit ist sie nicht groß, also es reicht schon. Und wenn wir so zwei Menschen, die irgendwo hingehen würden zum Arbeiten, dann wäre es auch wirklich massig Platz. Aber echt dadurch, dass wir eben in dem einen Zimmer arbeiten und drehen und das auch noch mein Schminkraum ist und auch noch das Gästezimmer und die Katzentoiletten da drin stehen, ist es einfach echt richtig, richtig wenig Platz. Und wir waren schon jetzt eine Weile so ein bisschen am Überlegen, ob nicht irgendwie mal was Größeres cool wäre. Und ja, jetzt ziehen wir um. Richtig, ich freue mich so. Oh mein Gott, und vor allem ist es auch bald. Das ist in 4 Wochen ziehen wir schon um. Das also ist so krass. Anfang das hat sich jetzt Dezember alles so schnell ergeben, ne? Richtig krass, ja. Es ist so ein bisschen auch eine Überforderung gewesen, kurze Zeit so, oh Gott, wir ziehen jetzt um, es ist jetzt wirklich wahr und sowas. Und wir konnten euch nichts erzählen, weil das halt noch nicht sicher war am Anfang, ob wir die Wohnung bekommen und sowas. Eben, erstens das und vor allem wussten halt unsere Vermieter auch noch nicht Bescheid. Und wir wollten halt auf keinen Fall, dass sie das in den Videos erfahren. Und dadurch musste erstmal alles natürlich ganz safe sein und so. Aber jetzt steht eben nichts mehr im Wege. Und dann werden wir bald umziehen. Richtig und deswegen müssen cool. wir jetzt die Wohnung ein bisschen nochmal hier aufräumen, weil jetzt liegt hier überall Wäsche rum und sowas. Müssen wir ein bisschen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie zugänglich ist für Menschen. Und ach, dann, also gut sieht sie immer aus eigentlich. Ja, aber ich meine, wir haben so, da liegt halt Unterwäsche rum, da hängt so ein Wäschegestell von Unterwäsche. Ja. Das ist öfter. Ja, aufregend. Und ich gucke jetzt, glaube ich, nochmal in den Keller, weil so langsam kann man auch anfangen, schon ein bisschen so zu packen. Wir haben da nämlich so viele so... Papierkisten von meiner Frau. Könnt ihr mir bitte mal sagen, dass ihr auch gerne Schachteln sammelt? Es ist so praktisch, Schachteln zu haben. Weil dann kann man da so Geschenkchen drin verpacken, dann kann man die bekleben und da Geschenke reintun und so oder Kleinigkeiten drin aufbewahren. Ich finde Schachteln so praktisch und deswegen hebe ich die immer auf, wenn ich irgendwas bekomme. Zum Beispiel die My Little Box kommt immer in so einer Little Box und die behalte ich immer alle. Und Alex schimpft immer mit mir. Und sagt, ich muss mich jetzt für meine Schächtelchen trennen. Wäre ja nicht schlimm, wenn einmal im Monat eine Box aufgehoben wird. Aber es sind halt irgendwie in dem Keller, ich kann es euch gleich mal zeigen, der Keller ist voll mit Schachteln. Aber da steht auch noch die alte Matratze zum Beispiel rum. Oder
Ja, da steht schon noch was rum. Andere alte, kaputte Sachen. Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen auf ganz viele Vlogs jetzt mit neuer Wohnungsvorbereitung und Umzug und keine Ahnung, da wird richtig viel kommen. Ja. Braucht noch ein paar neue Möbel. Ja, genau, wir lassen eben auch wieder einiges hier. Wir haben ja total viel von den Vormietern übernommen und das werden wir auch wieder hier lassen. Und da wir dann jetzt ein bisschen mehr Platz haben, werden wir uns vielleicht endlich mal ein größeres Bett holen. Wir haben ja immer noch ein 1,40 Bett. Und es ist sehr schmal, vor allem wenn die Katzen auch noch mit am Start sind. Ja, es ist echt krass, als wir noch bei den WGs gewohnt haben und man nicht jede Nacht zusammen im Bett geschlafen hat, war das überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man irgendwie so immer halt zusammen in dem Bett schläft, was man halt macht, wenn man zusammen wohnt, dann ist es irgendwann schon so ein bisschen eng. Und ja, das ist echt krass. Ich hätte nie gedacht, dass es zu klein wird, aber ja, ist zu klein. Es ist dann langsam mal notwendig. Ja. Oh, wow, das wird so aufregend. Also wir hoffen, ihr freut euch. Schaut mal, hier ist alles voller Schachteln. Das sind ja auch noch Schachteln, die von mir sind, aber irgendwo sind Eier hier. Das sind so alles so mega viele verschiedene Schächtelchen. Hier, keine Ahnung, so kleine. Und oben in der Wohnung sind auch noch viele. Ich glaube, da werden wir den Großteil jetzt einfach wegschmeißen. Auch die Kartons von irgendwelchen Geräten oder sowas, die jetzt einfach schon ein paar Jahre alt sind, die brauchen wir auch bestimmt nicht mehr aufheben. Leute, ich bin fertig mit der Welt. Schaut mal hier, MacBook Risotto. Wir haben gerade gebrainstormt für ein Projekt und haben mal Tee getrunken und ich habe am Laptop was aufgeschrieben und so. Ich habe mich irgendwie, ist mein Finger in der Teetasse hängen geblieben und wusch die ganze Teetasse in den scheiß MacBook rein. Das war nicht die ganze, das war eigentlich nur ein Stück, du hast sie auch wieder direkt aufgehoben. Ja, das ging mega schnell, also ich war schon zügig unterwegs eigentlich, gell? Ja. Aber er ist halt irgendwie ziemlich schnell, ich habe ihn komplett genommen gleich und so hoch auf den Kopf gedreht gleich. Irgendwie ist das Display auf jeden Fall ausgegangen. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir 2 oder 3 Tage warten mit dem scheiß MacBook. Jetzt haben wir hier allen Reis, den wir noch zu Hause hatten, gerade mal hier schnell hier reingekippt. Und das MacBook da drin verstaut sozusagen. Und jetzt hoffen wir, dass das die Flüssigkeit rauszieht. Und dann machen wir ihn irgendwann wieder an. Man muss aber lang genug warten, ansonsten kann es nämlich zu einem Kurzschluss kommen und dann ist auf jeden Fall im Eimer. Hoffen wir mal das Beste. Fuck. Oh Gott. Oh, sollen wir an dieser Stelle den Blog beenden eigentlich? Ansonsten hatten wir ja gerade Besuch. Das war alles gut und die sind auch interessiert an der Wohnung und werden wahrscheinlich dann hier einziehen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Jetzt müssen wir das dann noch mit den Vermietern klären und so weiter. Das wird jetzt dann alles noch laufen. Und ja, sonst... Ja, wir werden übrigens nicht aus Stuttgart wegziehen, also weil voll viele auch gefragt haben, ob wir irgendwo anders hinziehen wollen irgendwann, also vielleicht, keine Ahnung, aber jetzt auf jeden Fall mal weiterhin Stuttgart. Ja, also wir bleiben weiterhin in Stuttgart, nur in einer größeren Wohnung. Genau, ja, und dann würde ich sagen, wir beenden den Vlog jetzt auch. Vielleicht brainstormen wir jetzt weiter an meinem Laptop. Mal gucken, wenn Alex... Gott, ich muss die Finger wegnehmen von allen Flüssigkeiten, die irgendwie einen Kilometer entfernt sind von dem Laptop. Ja. Und dann später mache ich noch was mit meinen Mädels. Und ansonsten passiert heute auch nichts mehr. Du gehst nach Hause zu deiner Family, gell? Ich glaube schon, ja. Das ist richtig traurig und fertig. Ja. Ja, das ist halt scheiße. Ich arbeite jeden Tag irgendwie. Der ist mega scheiße. 8 bis 10 Stunden an diesem Ding. Oder? Jetzt lass das mal in Ruhe und nimm deine Finger dabei. Meine Bachelorarbeit ist da auch drauf, die ich nirgendwo anders gesichert habe. Gut, also da hast du ja noch nicht so viel geschrieben, zum Glück. Doch, 8 Seiten schon. Aber ich habe gelesen, dass die Festplatte an den Computern voll gut geschützt ist. Also gerade wenn es nur so ein ganz kleiner Wasserschaden ist, ist es wahrscheinlich dann eher was an. Jetzt wollen wir nicht den Teufel in die Wand malen. Vielleicht geht er ja auch nachher wieder an. Oder morgen, übermorgen. Heute mache ich ihn nicht mehr an. Morgen, ja. Okay, also dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Yes, sir. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder zu den Sonntagsfragen oder sonst am Montag wieder zu einem neuen Vlog. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Für alle die immer fleißig die Outtakes gucken, jetzt hier eine kleine Nachricht aus der Zukunft. Wir sehen können, sitze ich an meinem Computer und er tut wieder. Marie hat vorhin ihre Magic-Hände aufgelegt und dann ist er auf einmal wieder angegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das von großer Dauer ist, weil Wasser ist vielleicht immer noch so ein bisschen drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich gerade ein Backup und sichere auf jeden Fall mal alles. Und oh, ich bin schon so froh, dass er wenigstens jetzt mal angegangen ist. Danke, mein Schatz. Magic Hände. Komm, leg die Magic Hände nochmal auf die Kamera. Oh.